Moin zu einer weiteren Folge Landersrum mit Story. Ja, in der heutigen Story-Folge sieht man schon, wir haben einen Vorführtrecker. Wir haben mal was Rotes auf dem Hof. Nicht nur Band auf dem Hof. Und die Drille von den Hof Wesitz haben wir uns auch ausgeliehen. Unser 412 ist auch schon wieder hier fleißig im Einsatz. Wir haben Saatgut geholt. Jetzt heute wollen wir Gerste anfangen zu drillen. Sind jetzt erst Märztag. Der Tau ist so langsam zu Ende. Und das ist jetzt so der Plan. Wir wollen jetzt auf jeden Fall mit den Case Puma 230 CVX vom Lohnunternehmen. Ja, unsere Gerste ausdrillen. Wir könnten auch unsere Omi nehmen, aber da hängt noch der Flug dran, weil wir immer noch parallel immer noch pflügen müssen, weil es immer noch nicht alles fertig gepflügt ist. Und ja, deswegen haben wir auch mal einen Vorführer. Und vielleicht könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir den Puma vielleicht auch kaufen sollen. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Mal als Vorführer, jetzt erstmal ein paar Videos als Vorführer haben. Dann schauen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, wir stellen uns jetzt mal hier oben drauf und wir machen mal ein Saatgut auffüllen. Und dann wollen wir auch schon losgelegen. Ja, die Drille ist halt die Köckerling Joki. 6 Meter Arbeitsbreite ist vom Hof Wesels. Wir haben keine eigene. Und ja. Haben wir noch Platz drin? 82%. Ja, komm, wir lassen das erstmal so. Wir stellen jetzt hier unseren 412er rückwärts hier hin. So. Fahren wir mal rückwärts hier hin. Nur hier rückwärts in den Aller. Ist gut. So. Oh, von Lader runter. Ich würde sagen, dann geht's jetzt ab zum Feld 54 hoch zu unserem weitest einer 8 Hektar Schlag, guter über 8 Hektar Feld. Und ich würde sagen, dahin fahren wir jetzt mit dem Case Puma. Wir werden jetzt den auch so gemeinsam anmachen. Und dann würde ich sagen, geht das auch schon los hier. Setzen wir uns mal rein in den guten Stube. Mal Lenkrad runter. Position schön gemütlich machen. Oh, machen wir mal hier. Ja, hört sich doch ganz gut an. Ja, hier haben wir Terminal drin, sieht man Saatgutmenge und alles. Und ach, ist das 37 Liter drin? Ja, dann können wir noch ein, dann können wir noch ein Dingens drauf machen. Noch eine Palette. Kann man ja so wenig losfahren, macht ja auch keinen Sinn. Auf den 8 Hektar Schlachter. Ja, warte, dann. Ich dachte, das wäre 82%. Dann werden wir mit den 412 noch eben die andere Palette auch noch reinschmeißen. Aufpassen mit der Tür hier. So. Packen wir uns die Palette mal hier so ganz gemütlich. So. So. Drehen wir natürlich wieder um und dann lassen wir füllen mal also wieder auf. Tun wir die auch noch in die Drille rein und dann hoffen wir mal, dass das Saatgut reicht, sonst müssen wir noch mal nachholen. So, stellen wir hier so ab. So, wollen wir mal gucken, ob jetzt reicht. Das wird ja nie halt mit 82% angezeigt. Naja, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt zwei ganze Paletten drin. Hoffen wir erstmal, dass das reicht. Weiß ich nicht, wie viel Prozent das jetzt sind. Sehen wir gleich, wenn wir einsteigen im Trecker. In den Case Puma, aber ich würde sagen, ich halte euch nicht mehr auf der Folter. Wir fahren jetzt hoch in den Zeitraffer und dann geht das auch los mit der Gerste drillen. Natürlich noch Plane zu machen. So, Plane machen wir zu. Jetzt haben wir 74%. Das sieht doch schon mal besser aus. So, hier zu. So, ich würde sagen,
Wir fangen jetzt in den Zeitraffer an. Wir machen einen Fahrgarten auf 18 Meter. Hier sieht man auch das alles auf dem Display bei dem Puma. Ist ganz schön, Handbremse ist angezogen, Allrad und sowas sieht man. Hier sieht man auch noch ein bisschen über Sache. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal los in den Zeitraffer. Viel Spaß damit. What can I see your face?
nameless love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have to take us to the edge and back. Holding on to what we have to take us to the edge and back. Take us to the end.